Und das ist Wahnsinn! Wahnsinn! Das ist Sparta! So, hoffentlich der letzte Teil von diesen Missionen. Dann habe ich sie nämlich noch abgeschlossen. Das hätte ich nicht gedacht. Also, Jeeps zermatschen. Dabei muss ich alle vernichten, um dieses Geheimziel zu erfüllen. Das habe ich das letzte Mal geschafft. Weil ich es mal gespielt hatte. Weil es wirklich schwer ist. Da sieht man es. Alle Jeeps zermatschen. Man muss halt hier an der 88 nicht wirklich viel machen. Sollte die 88 daneben schießen, dann stellt man hier noch den Panzerwagen daneben. Und der wird sich schon richten. So, die kommen aber nicht nur da. Ich glaube, hier kommen auch welche. Deswegen habe ich hier auch noch einen stehen. Das sind nämlich die einzigen zwei Übergänge über die Bahnlinie. Obwohl, hier ist auch noch einer. Die Kampfgruppe Lea hat wieder einmal ihre Schlagkraft. Ich glaube, ich stelle auch mal sicherheitshalber was hin. Nicht, dass er wirklich schon einer vorbeirast. Und dann habe ich ja nichts. So, der Kollege ist nicht vollständig, repariere. Kommt später dran. So, die Jeeps, ja, die halten wirklich viel aus. Die kennt ihr wahrscheinlich noch vom Hauptprogramm. Aber nicht in dieser Masse. Ach, haut die weg. Sollte die hier treffen, reicht das schon. So, nützlich könnte hierbei die Panzerschreck sein. Die jetzt hier rumliegen. Damit kann man die Panzergrenadiere mit Panzerschrecks ausrüsten. Die kennt ihr ja. Und dann wisst ihr ja, wie die jetzt ticken. Fresst Blei, ihr deutschen Hunde! Gruppe bereit. Position notiert. Hä? Hat er gerade mit mir geredet? Stimmt, der Jeep hier von oben. Ah, seht ihr, da oben kommt jetzt einer. Deswegen kann ich jetzt was stehen. Wo ist denn der? Da. Ah, da fährt der Straße. Okay, falsche Straße. Ja. Komm mir entgegen. Da ist wieder einer. So, Nummer 1 ist tot. Der andere ist von meinem Panzerwagen zermeint. Oder vom Panzerschreck. Ist mir egal. Sektor. Ja. Westlich von unserer Position sind britische Jeeps. Sie steuern vermutlich auf den Stadtrand von Wolfheze zu. Ah, warum lag das jetzt so? Was ist los? Gut, wieder weg. Schnell den Kampfwagen hinholen. Ich habe das Gefühl, dass hier unten überhaupt nichts kommt. Selbst wenn. Ihr glaubt, ihr seid stärker als wir? Wir sind gekommen, um eure Einheit ausgelöscht. Ah ja, du bist gekommen, in den Arsch zu treten. Ich sehe, wie du es tust, ey. Katastrophale Verluste hast du hier. So, Panzerwagen ist da. Noch ein bisschen Verstärkung holt mir auch nach. Ja, 7 Minuten habe ich noch für dieses Video. Das dürfte eigentlich schaffen. Mach was. Ich weiß nicht, wie viele Jeeps zusammenkommen, aber sehr viele. Ah, hat der Fähigkeit verloren. Da sind sie. Mach den mal hier kalt. Tut die, jawohl. Diese Medaille wollte ich mir nicht nehmen lassen. Ich glaube, da ist ein Feeling dahinter. Also so schlimm, wenn ich sie durchlasse. Ja, wie gesagt, mit dem Panzerwagen muss man schon flexibel sein. Man hat nur zwei, das heißt, man kann nicht alle drei Übergänge schützen. Da muss man ein bisschen hin und her huschen. Aber es funktioniert locker. So, dann nehme ich hier noch die Panzerschreck. Nein, du nimmst erst das hier. Und dann den Panzerschreck. Oh, hier kommt auch nochmal. Aber sieht er schon. Der Bereich ist gesichert. Zum nächsten Ziel vorstoßen, bevor die Jeeps unsere Position flankieren können. Lasst sie nicht vorbei. Die Berger, die Jeeps ändern schon wieder ihre Route. Sie bewegen sich zur anderen Seite der Ortschaft. Östlich von unserer aktuellen Position. Ihr kennt das ja. Formieren und abmachen. Die Jeeps formieren sich nochmal neu. Ich hab noch keinen vorbeigelassen. Die paar Infanterie zählt nicht. Die wird eh jetzt in der gewechselt. Der Feind wird von Stunde zu Stunde schwächer. So, Infanterie ist in Position.
Und der Kollege hier auch. Gut, der Jeep ist hier ganz gemein, der fährt hier ganz außen rum. Aber ich glaube, er bleibt immer auf den Straßen, somit könnte man ihn gut verfolgen. Na, komm ruhig. Außerdem davon hier ist noch nach 8. Ich will mal hoffen, dass ich diese Mission noch zu Ende schaffen kann. Wisst ihr eigentlich, was ziemlich interessant ist? Das Traps mir gerade gesagt, ich habe nicht genug Speicherplatz. Dann aber was aus dem Papierkorb entfernt habe und prompt habe ich wieder 8 Gig. Jetzt verarscht mich auch noch Traps. Okay, für euch war es jetzt keine Behinderung. Ihr seht immer noch das da, wo ich gerade war. Für mich war es gerade ein bisschen nervig. So, 5 Minuten habe ich glaube ich noch. Ja, ich bekämpfe alle Einheiten. Was hältst du davon? Ich war gerade ein bisschen aggro, weil wie gesagt, ich muss jetzt die Aufnahme komplett beenden, das Spiel speichern, runtersetzen, was kurz, was mal per Papierkorb entfernen und dann wieder neu starten. Das ist sehr nervig. So, jetzt tun wir, mein Freund. Du fährst voll zermatscht. Oh, Jeeps sind so effektiv. Ihr seht ja, was mit ihm passiert, wenn man sich gut angreift. Metzelorgie. Bewegung, Bewegung, Bewegung! Noch mehr. Och nö, schickt er wieder hinter mir, Druck. Hast du Schiss vor der 8 bekommen? Kollege, ich hab doch wohl alle Jeeps gekillt. Ah ne, erst mal noch. Ach, mein Spieler macht hier. Das ist Unterstützung, das ist so ein Panzergrenny. Boah, was für ein Volltreffer. Gut, und noch einer. Ja, Abschuss fest! Boom. Naja, ich sehe schon, wie er es mir zeigt. Ich gucke mir die ganze Box hier an. Oh, Motorschaden. Freundchen, langsam geworden. Jawohl, das war's. Alle Jeeps sind tot. Ich habe das Flak-Artillerie-Abzeichen bekommen. Yay, Mission ist ja erfüllt. Und das war die erste Mission. Und ich habe noch genug Zeit, euch die zweite vorzustellen. Sehr das ist cool. Gut. Alle feindlichen Jeeps wurden aufgehalten. Funkt das Oberkommando in Arnheim an. Sie sollen sich auf die Möglichkeit weiterer Luftangriffe einstellen. Ja, damit ist die erste Mission der Panzerite geschafft. War ein sehr cooler Beginn. Hat sehr viel Spaß gemacht. Mal gucken, wie die zweite aussieht. Wolfshetze, September, Schnee. Wir sind immer noch in Wolfshetze. Und jetzt geht's richtig los. Ja, wenn der Nadelbild schon sich beeilt, dann schaue ich vielleicht noch das komplette Intro. Ja, jetzt geht's richtig ab. Schneefall im September. Und das an einem so warmen Tag. Wenn du wüsstest, was ich schon gesehen habe. Soldaten, die in Mengen Paris stürmen. Die Macht des Blitzkrieges. Ein Strand als Festung. Die Kriegsmaschinerie hat eine subtile Schönheit. Unser Feind regnet auf uns herab, Hänsel. Wolfhetze ist sicher, Bruderherz. Wir können davon ausgehen, dass der Feind seine Absprungzone sichert. Je länger wir zögern, desto besser können sie sich eingraben. Wir haben immer noch keinen Kontakt zur Division und Generalmajor Voss. Wir sind auf uns allein gestellt. Sammle die Kampfgruppe und beginne sofort mit dem Angriff. Lass die Kampfgruppe vorstoßen. Neutralisiere die feindlichen Absprungzonen, bevor sie sich eingraben. Das ist auch gerade ein ziemlich komischer Soundbug. Fordere vor dem Angriff Verstärkung vom Hauptquartier und Kommandant der Kompanie an. Hier. Das war's, Aldrich.
Ich zähle auf dich. Jo, jetzt ist auch noch das Bild abgekackt dafür. Cool. Naja, egal. So, alle Einheiten, die ich das letzte Mal hatte, habe ich hier noch. Sehr viele. Und jetzt habe ich noch ein paar Gebäude. Jawoll, ja. So, jetzt muss ich nichts mehr verteidigen, jetzt muss ich angreifen. Aber wie gesagt, dazu komme ich erst im nächsten Part. Ich kann nur sagen, ich muss die Zone hier erobern. Jetzt gibt es ein paar Bossen, die setzen kann. Der Feind hat jetzt auch ein paar MGs. Aber ich mache hier einen Schnitt und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Game on!